Ich begrüße euch ganz herzlich aus Luzern Hauptbahnhof. Wir sind heute mal unterwegs, nach längerem mal wieder unterwegs als Fahrgast. Das hier ist unser Zug. Der fährt um 8:05 Uhr ab. Wir haben also noch 4 Minuten, da sehen wir es. Nee, das ist der Folgezug. Wenn das jetzt gleich hier umspringt, dann sehen wir. Ja, da. 8:05 Uhr in Richtung Sursee. Den nehmen wir also gleich. Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen Zeit, um uns nochmal hier ein bisschen umzugucken. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Schade. Hier haben wir noch so einen Automaten. Also wir kommen als Fahrgast nicht weiter als hier. Hier ist eine Wand. Blöderweise. Ah, der Bahnhof ist schön voll, ne? Hier haben wir noch so einen Rivet Games Zeitungsständer. Geschlossen. Hier steht gar nichts drauf. Steht hier was drauf? Nee, schade. Also ordentlich was los, definitiv. Der Bahnhof, dafür, dass es nur ein Zug ist, ist Luzern durchaus gut gefüllt, ne? Wenn jetzt hier noch so ein paar Intercities langfahren würden. Ah, das hätte was. Maltas, Schachen, Werdenstein, Langenthal. Oh. Der Zug nach Lenzburg fährt ab. Steht zwar geschlossen drauf, aber hier steht, der fährt nach Lenzburg über Emmenbrücke, Emmenbrücke Gersa. Das finde ich auch sehr beeindruckend von der Architektur her. Und auch hier einige Züge abgestellt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gehen wir mal runter. Einmal die Unterführung. Oh, das sieht ja noch schlimmer aus als die Unterführung von DTG. Das sofort war unser Zug. Ja, wir sollten uns jetzt mal langsam auf den Weg machen dahin. Hier haben wir noch so eine Art Aufzug oder so. Hier einer nach Sursee. Hier rechts, der fährt nach Baar. Das ist übrigens, glaube ich, eine Mod, wenn ich das richtig im Kopf habe, die das macht, dass man tatsächlich noch andere Ziele im Fahrgastinformationssystem hat. Huch. Ach, ich komme hier nicht weiter. Hier noch ein Fahrrad. Jo. So, ist das der richtige? Ja. Dann würde ich sagen, setzen wir uns einmal hin. Sehr gut. Gehen wir einmal bis nach vorne durch und sagen einmal den Kollegen im Führerstand hallo, und dann werden wir uns in Ruhe den gesamten Zug angucken. Eigentlich müsste er jetzt, glaube ich, sogar noch die Türen erst aufmachen um 8:05 Uhr. Genau, Lichter gehen an. Jetzt erst werden die Türen freigegeben. Und dann fährt er jetzt gleich los. Ach, hier ist gar keiner drin. Ich würde schon gerne im vorderen Triebzug sitzen. So, den Zug gucken wir uns, wie gesagt, gleich, während wir fahren, dann ganz in Ruhe an. Moin, hier sitzt ja noch gar keiner drin. Eine Schande. Der fährt einfach von alleine los. Kann ich mich hier hinsetzen?
Okay, aber ich will nicht hier sitzen. Das machen wir schon oft genug. Wo ist die Tür? Da. Also hier die erste Klasse sieht schon ganz hübsch aus, muss ich sagen, von den Sitzpolstern her. Kann sich sehen lassen. Wir haben hier eine Werbung. Rivet Games, hochwertige Add-ons für Train Sim World sowie Train Simulator findest du bei uns. Ja, es geht. Die erste Klasse Sitze sehen ganz gut aus, finde ich. Hier mit einem Tisch. So einem kleinen Tischchen. Die finde ich nicht so cool. Lamore Burgers. Der neue Swiss Burger, nur echt bei uns. Ob das ein Hinweis auf eine neue Strecke ist? Lass uns mal hier hin. Gefällt mir die Belichtung hier. Hat was, was mir noch nicht gefällt, das sind die getönten Scheiben. Die Frage ist, sehen wir vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir das Licht ausmachen? Ach, schau an, da kommt ein Kollege. Fahrgastraumbeleuchtung aus. Okay, funktioniert nicht. Okay, was haben wir denn sonst noch hier so zu erkunden? Bitte während der Fahrt sich gut festhalten. Tetning Vaubion. Au Poignet Pendant Liqueur. Okay. Selbstkontrolle. Bitte kaufen und oder entwerten Sie Ihren Fahrausweis vor. Vor Antritt der Fahrt. Alles klar. 100 Schweizer Franken. Eieiei. Oh Gott. Also das sollte nicht möglich sein, Rivet Games. Das sollte wirklich nicht möglich sein. Das Display funktioniert auch, das ist ganz cool. Also zumindest wird uns. Okay, es funktioniert irgendwie nicht, weil hier steht jetzt geschlossen, aber in der Theorie wird es funktionieren. Da haben wir unsere IKEA-Werbung, Idealwerbung meine ich natürlich. Der gemütlichste Hocker ist noch gemütlicher. Rennige Hocker. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. So, gehen wir mal weiter. Hier jetzt mal die zweite Klasse. Hier haben wir so einen Großraum. Können wir uns hinsetzen? Ja. Nicht schlecht. Kleines Fußballfeld. Einmal was Wasser durch. Das sieht ganz hübsch aus. Gefällt mir. Da noch ein Gleisanschluss. Okay, die Straßen sehen jetzt nicht so gut gemacht aus. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir eine Mülltonne. SOS. Erleben Sie einen virtuellen Höhenflug mit unserer Arosa-Linie für TSW. Also das Komma ist übrigens an der Stelle falsch. Das gehört da nicht hin. Nur mal so. Oh, falsche Seite. Sind wir Emmen? Brücke. Zack. Und schnell wieder zurück. Gucken wir, ob wir das Zugziel noch einstellen können.
Da, nach Sorsee. Gucken wir mal. Jawohl. Wandern wir mal weiter zurück. Jetzt sind wir in der zweiten Klasse angekommen. Gepäckablagen haben wir hier. Tische. Ich sehe keine Steckdosen. Keine Steckdosen. Schande. Hier noch ein bisschen mehr Werbung, mehr Leistung als dein Benz. Okay. Bitte einsteigen. Werde virtueller Lokführer und hilf uns täglich Menschen zu bewegen. Jetzt haben wir auch das Ziel da, Luzern und Sorsee. Hier die Toilette. Ist natürlich nicht begehbar. Übliche zweite Klasse. Und hier hinten haben wir dann den zweiten Führerstand. Ich würde sagen, wir setzen uns mal hier hin vielleicht. Oder besser hier hin. Genau, dann sehen wir ein bisschen mehr vom Fenster. Hey, da fährt sogar ein Zug lang, seht ihr das? Kameras. Dann würde ich sagen, erzähle ich auch gar nicht mal so viel, sondern wir genießen einfach die Fahrt. Das ist auch, glaube ich, ein RE, ne? Der hält also jetzt nicht besonders häufig. Also der Sound ist manchmal so ein bisschen inkonsistent. Man hat es vielleicht gerade ein bisschen gehört. Vorbei an dem Industriegelände hier. Und wir halten in. Ist das Emmenbrücke? Gucken wir uns einfach mal um. Oh, hier sind aber ordentlich viele Passagiere.
mal schnell die Streckenkarte. So, und schnell wieder rein. Gehen wir mal jetzt in die erste Klasse. Wobei ich würde gerne auf so einem erhöhten Sitz sein. Aber nicht da vorne, da ist die Wand. Dann gehen wir zurück in die zweite Klasse. Das ist das IKEA. Oder wie es auch heißt, das Ideal. Es wackelt aber ordentlich hier. Also man muss schon sagen, von der Streckenausgestaltung her gefällt es mir deutlich besser als Arosa. Hab's jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist ja, also es ist natürlich schade für Arosa, aber letztendlich zeigt das ja etwas ziemlich Positives, nämlich einen Veränderungsprozess, der da stattgefunden hat, einen Verbesserungsprozess, sollte man vielleicht sogar sagen, denn man kann sich auch ins Negative verändern. Aber hier ganz klar ein Verbesserungsprozess, auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Sticker hier tatsächlich in Realität abgeklebt ist, aber ist auch egal. Also nicht abgeklebt, sondern zugebaut ist. Findet ihr das so mit den Mitfahrten als Passagier? Mache ich ja recht selten eigentlich. Es gibt ja kaum ein Video auf diesem Kanal, wo wir das mal machen. Aber ab und an wäre das auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Wo könnte man denn noch gut mitfahren? In den Intercity-Wagen? Das auf jeden Fall mal. So, wir halten. Und zwar in Sempach Neunkirch. Also hier ist, glaube ich, nichts. Da, ein Zeitungsständer.
Setz uns mal diesmal auf diese Seite. Hier in Sempach, 9 Kills. Idyllisches Feeling, kann man nicht anders sagen. Noch ein kleiner Traktor. Also es fehlt mir so ein bisschen an Detailarbeit, ehrlicherweise. Und ab und an mal so ein paar Menschen, die noch vielleicht hier rumstehen, das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Damit es nicht ganz so tot aussieht. Keine Menschen und bei meinen Kühen. Auch nicht schlecht. Schon schön sein, hier zu wohnen. Hätte ich auch nichts dagegen. Ich weiß nicht, warum ich hier immer wieder durch den Zug geschmissen werde. Ich will doch einfach nur einen Screenshot machen. Ja, okay, ich setze mich wieder hin. Okay, ich glaube, wir werden schon wieder langsamer.
Gucken, wo wir halten. Ach, ist das schon? Das ist schon zur See. Tatsache. Nepa, Mr. Pouillet. Don't lean against the wall. Okay. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich Sorsee. Ja, tatsächlich. Dann würde ich sagen. Wäre es das an dieser Stelle schon mit der Mitfahrt? Wie gesagt, eher kurz. Die Strecke gibt halt nicht so viel her. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, fürs Zuschauen. Könnt mir gerne, wie gesagt, nochmal eure Meinung dazu schreiben. Hier mal zwischendurch als Fahrgast auch mitzufahren. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und bis zum nächsten Mal.